Initialisiere Forschungsaufzeichnung TV-137 IOTA. Sicherheitsstufe Rot. Necromorphs sind überaus effizient. Nicht ein kleinstes Stück Biomasse wird nicht genutzt. Dies führt jedoch in menschlicher Sicht zu einem Terror ohnegleichen. Die schrecklichsten Mutationen, die diese Monster nutzen, machen auch nicht vor Kindern Halt. Was alleine schon zu psychologischen Schäden führt, bevor die Kleinen dich in Stücke reißen. Die schlimmste dieser Formen werden Crawler genannt. Sie bestehen aus dem Leichnam eines Babys, mit Gift und Galle aufgebläht. Sie explodieren bei Kontakt und werden öfter dafür benutzt, ihre eigenen Eltern auszuschalten. Ich will mir gar nicht den Horror vorstellen, der durch eine Mutter gehen muss, bevor ihr Neugeborenes sie in einen roten Nebel verwandelt. Crawler sind nicht sonderlich stark und haben Probleme damit, größere Strecken ohne Stolpern zurückzulegen. Wenn man über ihre ehemalige Form hinwegkommt, ist es einfach, sie auszuschalten, bevor sie zu einer Gefahr werden. Die am Abstand gefährlichsten Formen dieser Necromorphs werden das Pack genannt. Eine große Gruppe von Kreaturen, die aus Jugendlichen geformt wurden. Nur wenige Mutationen wurden auf sie angewendet, um Biomasse zu sparen. Jedoch reicht dies aus, um sie mit rasiermesserscharfen Klauen und einer geteilten Wahrnehmung auszurüsten. Dieses Pack ist äußerst agil und tödlich. Sie agieren in einer Gruppe und zerfetzen alles, was Biomasse beheimaten könnte. Die wenige Biomasse, die auf sie angewendet wurde, macht diese Necromorphs jedoch körperlich sehr schwach. Selbst schwache Bewaffnung reicht aus, um sie schnell auszuschalten. Entlade, was du zur Verfügung hast, und lasse sie nicht zu nahe kommen. Die erste Art dieser Necromorphs, die gesichtet wurde, war der Lurker. Diese kleinen Teufel werden aus Ansammlungen von Biomasse gefertigt, die zu klein für eine volle Kampfform sind. Tentakel wachsen aus den Gliedern des Opfers und erlauben es dem Lurker, sich auch an Wänden und Decken festzuhalten. Diese Form scheint auf Kämpfe in schwerkraftlosen Gebieten optimiert zu sein und lässt sich selbst auf den Außenseiten eines infizierten Schiffes finden. Lange, mit Widerhaken besetzte Tentakel formen sich aus den Eingeweiden des Opfers, die hoch über den Körper ragen. Diese Tentakel sind in der Lage, tödliche Projektile abzufeuern, die selbst auf großer Distanz noch ziemlich genau sind. Das Abtrennen dieser langen Glieder schaltet Lurker meist schnell aus, da ihre gesamte Biomasse zur Fertigung von Projektilen gebraucht wird. Necromorphs scheinen feste Vorlagen zu haben, die sie reproduzieren. Die Mutationen hängen nicht vom Opfer ab. Normalerweise bestehen Lurker aus verstorbenen Kindern, jedoch wurden auch einige gesichtet, die aus Hundekadavern geformt wurden. Wenn diese Dinger so effiziente globale Vorlagen haben, auf wie viele Zivilisationen wurden sie dann erfolgreich eingesetzt? Leitung der Interplanetaren Forschungskommission, Manuel Serra.